Marty Schemolov, aus dem Israelischen von Jan Kühne. Wieso ich keine israelischen Liebesgedichte schreibe, dem Dichter Amiri Baraka. Gebt mir erstmal die Geschichte zurück, dann die Lehrbücher und sagt bloß nicht, mein Gedicht sei politisches Manifest, indes ihr keinen Dunst habt vom Unrecht. Also aufgepasst, ich will Entschädigung von der Zentralbank Israels für alle Palästinenser, arabischen Juden, Frauen, Homos und Lesben. Für alle abfälligen Bemerkungen, Durchgangslager, militärischen Sperrgebiete, Vertuschungen und Bestechungen. Ich will, dass ihr den Tresor der Dichtung öffnet. Land zurückgebt, denen ihr es weggenommen. Steht ein für die entsetzliche Besatzung. Ich warte neben der israelischen Staatsbank, vor den Fenstern der Nationalversicherung, unter den Karossen des Finanzministeriums, bis ihr diesen ganzen veredelten Rassismus angemessen abfindet. Und erst dann, wenn die Kinder meiner entschädigten Kinder auf der Uni studieren, in gleichgestellter Gesellschaft, ohne Erniedrigung, erst dann werde ich bereit sein, Liebesgedichte zu schreiben. Israelische.